Polizei, Jungs, kommt mal hierher! Deutschland! 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 Hallo, herzlich willkommen zum zweiten Tag, zum Samstag heute, mit ein klein bisschen Wind und ansonsten total schönem Wetter. Es soll immerhin konstant scheiße bleiben heute. Ja, wir hatten gerade ein tolles Community-Treffen und sind zu der Entscheidung gelangt, dass wir das Hurricane umbenennen wollen in Summer irgendwas. Vielleicht kriegen wir damit die Fluch in den Griff. Es ist das schlechte Wetter zurückgekommen. Heute ist kein bisschen Sonne, es ist nur kalt und windig. Und lustig ist, wir haben heute exakt dieselbe Temperatur wie an Heiligabend. 40 Grad. Ja, passt wunderbar. Vielleicht sollte man auch einfach das ganze Festival mal um eine Woche verschieben oder so. Das wäre doch auch noch eine Idee. Ja, musikmäßig heute ist irgendwie Throwback ins Jahr 1998 mit Dennemann und Beginner. Was haben wir noch? Wir haben Raff Camora und das, was der Ben gestern erzählt hat, ich kenne das nicht, aber das ist total in, glaube ich. Ansonsten Casper hätte jetzt fast... Oh, reingelegt! Reingelegt! Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Was haben wir heute noch? Matzen haben wir noch, wir haben nachher Beginner, wir haben Modern Talking, alles da. Aber da, wo es wirklich drauf ankommt, ist heute um 20 Uhr Deutschland gegen Schweden. Das wohl interessanteste Konzert beim Hurricane 2018, Hanna. Was tippst du? Ich tippe 3-0 für Deutschland und wir werden wieder Weltmeister. So. Ich tippe 2-1 gegen Deutschland. Ist leider so. Schauen wir mal. Ja, Eli, wir gehen mal los. Wir sind ein bisschen spät dran, weil das Community-Treffen ein bisschen spät zu Ende gegangen ist, weil es so nett war. Wir blenden mal im Hintergrund ein paar Bilder ein davon. Es war wirklich toll. Wir haben auch schon Just Network Nachwuchs dabei gehabt. War sehr, sehr schön. Aber wir sind ein bisschen spät dran. Es ist jetzt schon nach 5. Aber wir werden jetzt das Hurricane Raid und hoffentlich wieder viele nette Menschen treffen, die total gut drauf sind und die sich vom Wind nicht wegblasen lassen. Und mal gucken, ob es genauso lustig wird wie gestern. Der Dustin macht und seine Jungs machen das schon. Wie gefällt es euch bisher auf dem Hurricane? Super geil, ist echt mega hier. Was hat dir bisher am besten gefallen? Gestern Abend Materia und Tudor Cinema Club. Was ist euer Resümee zum Wetter bisher? Das Wetter ist auch super geil. Das Wetter interessiert keinen, weil alles andere geil ist. Ja. Oh, ihr seid von diesem Fernsehen. Von diesem Fernsehen? Oder? Ja, wir sind von diesem Internet. Oh nee, das habe ich auch nicht. Ist das auch für dich Neuland, das Internet? Ja, das setzt sich aber auch nicht durch. Nee, glaube ich auch nicht. Wie gefällt dir das Festival bisher? Es ist hervorragend. Was hat dir bisher am besten gefallen? Fjord und Stick to Your Guns. Ist das auch so? Das Ballermucke, ja. Es ist knochentrocken fürs Hurricane. Okay. Also verhältnismäßig haben wir heute Sommer. Das heißt, du warst in den letzten Jahren auch schon hier, oder was? Seit 15 Jahren, ja. Also dieses Jahr, es geht die letzten Jahre Sommer. Ja. Die letzten 10 Jahre war ich hier, da hatten wir dreimal gutes Wetter, aber die aus den Americans einfach, sagen wir, scheiß Wetter erprobt, aber wir machen das Beste raus und wir saufen uns ein und dann läuft. Aber ja, da kannst du Stiefel saufen, weißt du? Aber wirklich Stiefel saufen, weil war ja 80 cm hoch, mein Stiefel ist ja auch nur 30 cm. Dann brauchst du 3 Ketten morgen rein. Gut Kick in die Runde, gut Kick, gut Kick. So, eigentlich wollten wir hier moderieren und erzählen, dass wir hier vor dem Matzen-Konzert stehen. Wir sind jetzt hier diverse Mal überfallen worden von allen möglichen Leuten. Unser Kameramann Lars hat mittlerweile einen roten Hut auf. Ja, plötzlich hat er einen Hut auf, keiner weiß, was passiert ist. Und ich hatte gerade erzählt, wie toll ich Matzen finde. Super Band oder Typ, eins davon. Matzen sind vor ein paar Jahren für Niedersachsen angetreten beim Stefan Raab. Bundesvision Song Contest, von daher haben die ihr ein Heimspiel. Und Batz ist eigentlich eine geile Kombo, ich mag die, aber auch nicht jedes Lied. Ihr Lieben, wir werden jetzt uns weiter ein bisschen umgucken auf den Hurricane, nach netten Leuten und ein paar Interviews führen und in 2 Stunden ist Anpfiff Deutschland gegen Schweden. Von daher, wir freuen uns drauf und ihr kommt jetzt mal mit. Wir gehen mal wieder auf den Campingplatz, Zeltplatz.
Er ist mein Sportlehrer. Und er hat mir eine Eins gegeben, deswegen mag ich ihn. Ich kenne diese Jugendlichen, die mich hier gerade anspringen, nicht. Doch, er kennt uns. Ich habe wir die sind noch, auf seine Schule. Ja, ich habe die noch, Schule. Noch nie, deine Schule. Noch nie in meinem Leben gesehen. Weil sie mich einfach verlassen wollen. Ein Schuljahr hätten sie auch noch länger bleiben können. Ich kenne diese Jugendlichen nicht. Doch. So, Justin, was, also, ich glaube, dass dein Name Justin ist. Was, sag mal, was hast du schon alles getrunken heute? Cola Korn und Bier. Das Cola, Cola Korn, Korn und Bier. Hörsturz. Ohne Schrot, Mann. Gehen wir tot, Mann. Ohne. Die Frage ist doch, warum seid ihr nicht beim Matzenkonzert? Oh, yeah. Die wird nicht cool. Ich hab Kopfschmerzen. Ich kenne diesen Jugendlichen nicht. Wollen wir ein Bild machen? Ja. Hören Sie mal ganz kurz zu. Ja, ich höre zu. Marie, erzähl. Also, ich glaube, dass du Marie heißt. Werder Bremen ist scheiße. Das stimmt allerdings an dieser Stelle. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Es gibt Hamburger SV. Jetzt haben wir mal eben Just. Ja, in der zweiten Liga, mein Freund. Bisher war das Highlight Hurricane 2018 Sixten. Weil da war ich ganz vorne das in der Mitte. Das sind die Assi-Frauen, oder? Ja, aber die sind cool. Warum? Weil die cool sind. Was machen die denn cool? Die machen gute Musik. Das ist so eine Mischung aus Tic-Tac-Toe und Bushido, oder? Die machen gute Musik und gute Laune und das war einfach Bombe. So, es ist kurz vor Public Viewing Zeit. Ich freue mich schon so sehr wie auf Matzen. Steve, wie ist bei dir? So sehen Sieger aus. Schalalala. Ja, es füllt sich so langsam. Die deutschen Fans kommen hier dazu. Es ist noch relativ leer. Wir haben hier gerade so eine mexikanische Delegation gesehen. Die haben ihren Sieg gegen Südkorea, ich sag mal Nordkorea aus Versehen, gefeiert. Das gute Korea, Alter. Ja, genau. Mexiko hat damit schon 6 Punkte und wir müssen heute gewinnen. Es hilft einfach nichts, Hanna. Fliegt Deutschland sonst raus? Nein, noch nicht. Ja, jein. Also wenn wir heute verlieren, sieht es schlecht. Wenn wir heute verlieren, sind wir, glaube ich, fast raus. Unentschieden könnte vielleicht noch reichen, aber glaube ich nicht. Wir müssen heute gewinnen, Hanna, mit deiner Hilfe. Okay, ich drück die Daumen. Ja, parallel oder fast parallel zum deutschen Spiel spielt Dänemann. Dänemann. Ihr wisst schon. Auch gleich. Oh, jetzt hier kommen die Deutschen. Deutsche Fans. Deutschland. Deutschland. Hey. Ja, das sind die Fußball-Hooligans vom Hurricane. Irgendwelche Damen mit, wie nennt man das? Flower-Hooligans sind das. Flower-Power-Hooligans. Flower-Power-Hooligans. Also wir sind gespannt. Vor 2 Jahren, als wir hier waren, war es hier proppenvoll. Das war allerdings das Achtelfinale gegen Slowakei, glaube ich. Da haben wir 3-0 gewonnen. Das erwarte ich heute auch, Hanna. Hi, kann ich euch gerade fragen, wie geht das Spiel aus? Hoffentlich 3-1 für Deutschland, ne? Und ihr bleibt jetzt hier auch im Regen stehen, egal wie es ist. Natürlich. Guckt euch das an. Ja. Läuft keine Band, die ihr sehen wollt nebenbei. Ja, doch schon, aber WM ist immer was Cooles, ne? Ist immer wichtiger? Jetzt im Moment für mich ja. 2-1 Deutschland! Es wird ein langweiliges 8-8. Und keiner geht davon aus, dass Deutschland verliert? Natürlich nicht. Natürlich. Nein. Deutschland gewinnt 5-0. Alke, ich liebe dich, Nele. Dich liebe ich auch. Meine Frau, meine Tochter haben mich losgelassen und ich liebe sie dafür über alles. Hallo. Hi. Kommen wir jetzt zum Krömer, das ist ja schön. Ja, richtig. Super. Erzähl mal, wer gewinnt heute? Ja, Deutschland. 3-0. Rock'n'Roll. 2-0. Wir hauen sie alle weg. 3-1. Alle, die ich hier getroffen habe, denken, alle Deutschland gewinnt. Wie kann es sein? Weil wir das erste Spiel megamäßig verkackt haben und wir sind Weltmeister und jetzt kommen wir. Und außerdem echte Gefühle, 90 Minuten nur wir. Oh, das wird. Was sagt die Q-Fraktion? Wie geht das Spiel aus? 2-0 für Schweden. Deutschland, Deutschland. Oh. Was sagst du? 2-0 Deutschland. Ihr habt gerade schon wieder gewonnen. Was soll das? Ja, das ist seit Anfang schon überraschend, aber ich bin ganz froh. Habt ihr damit gerechnet, dass ihr Deutschland so wegbombt vor einer Woche? Eigentlich nicht, gar nicht. Das war eine Überraschung. Der Trainer war eigentlich in Mexiko nicht ganz lieb, also niemand mag ihn. Und jetzt hat er alle, jetzt kann man nicht sagen, ne? Ja, dann viel Glück für die WM noch. Dankeschön, und ich hoffe, dass wir nicht wieder gegen euch spielen. Das war ungerecht, was ihr mit uns gemacht habt. Dankeschön.
So, Hanna, das Spiel ist vorbei. Ich bin völlig fertig. Und ich möchte Folgendes sagen. So sehen Sieger aus. Schalalalala. Und ich dachte, du wolltest Danke sagen, weil ich bin Dendemann gucken gewesen, der übrigens großartig war. Wirklich großartig. Deutschland! Deutschland! Deutschland hat gewonnen! Toni Kroos, Fußballgott! Toni Kroos, Fußballgott! Auf jeden Fall, ich bin in den letzten 2 Minuten wiedergekommen und als ich wiederkam, hat Deutschland ein Tor geschossen. Hochverdienter Sieg für die deutsche Mannschaft. 90 Minuten Spiel auf ein Tor. Also mehr Pech, wie wir hatten. Pfostenlatte, alles geht auch nicht. Dann noch rote Karte. Wir waren ein Mann weniger. Hochverdienter Sieg für Deutschland. Ich bin heiser und völlig fertig mit den Nerven. Das Wetter ist schlecht, aber wir haben durchgezogen. Und jetzt, Hanna, gehen wir zum Beginnerkonzert, oder? Ja, auf jeden Fall. War das ein verdienter Sieg oder war das ein verdienter Sieg? Total, das war immer, also, total, das war immer klar. Wie kann man denn mehr Pech haben als die deutsche Mannschaft gerade, oder? Okay, also verdienter geht's doch. Und jetzt sagt doch auch mal was, Mensch! Weltmeister! Weltmeister! Die heute gezeugt werden, werden Toni heißen. Egal, ob es Mädchen ist. Alle Kinder, alle! Toni! 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 Warte mal! So sehen Sieger aus! Schalalala! So sehen Sieger aus! Schalalala! So, jetzt haben wir die Chaoten hinter uns gelassen. Ja, gute Laune, Harry Kane, ihr Lieben. Ich bin mega durchgefroren und ziemlich fertig. Meine Stimme verabschiedet sich auch gerade. Wir wollen aber trotzdem nochmal bei den Beginnern vorbeigucken, weil die fangen jetzt an, jeden Moment. Das muss man mitnehmen. Jan Delay, der ja auch die neue Werder Bremen-Hymne geschrieben hat. Das soll bei dem ersten Saisonspiel präsentiert werden. Guck. Ist das so? Das ist so, ja. Ja, Bildungsfernsehen ist das hier. Hier lernt man auch eine Menge. Das heißt, ihr Lieben, wir verabschieden uns vom zweiten Hurricane-Tag. Es ist ein bisschen dunkel geworden. Ich hoffe, ihr könnt noch einigermaßen sehen. Hanna, heute war irgendwie so ein bisschen grau und die Stimmung war so ein bisschen Katerstimmung heute, ne? Ja, aber ich finde jetzt, die letzte Stunde hat es nochmal richtig rausgerissen. Also wie die Leute eben gefeiert haben, als der Deutschland gewonnen hat, das war schon, da waren alle wieder wach und alle wieder da und es war schön und bunt und ja. Ich denke so die letzte Zeit, jetzt ist auch, der Regen hat aufgehört, es ist ein bisschen aufgehellt noch zum Abend hin. Naja, doch komm. Das war den ganzen Tag schon dunkler als jetzt um 9:30, ne? Also es ist unfassbar kalt, ich weiß auch nicht. Wie gesagt, wie Heiligabend. Ja, genau, Deutschland, ihr Lieben. Sicher, wenn du das sagst, Bruder. Ja, ihr Lieben, also ich weiß auch nicht. Wir haben auch heute nicht so viele Interviews gehabt, weil irgendwie alle, es war so ein bisschen grau heute. Es war so ein grauer Tag. Man, gut, dass Toni Kroos das Ding noch in den Knick gedreht hat. So haben jetzt wieder alle gute Laune und wir gehen jetzt zu den Beginnern und melden uns morgen wieder mit dem dritten Hurricane-Tag. Danke fürs Reinschauen und bis morgen, ihr Lieben. Macht's gut.